ja. Da musst du die andere dann mal wechseln. Mensch. Ja, Bianca, ich muss jetzt mal aufhören mit dem. Ja, wir führen diese Woche an 3 Tagen konzentrierte Kontrollen im Hinblick auf die Beeinflussung der Fahrtüchtigkeit aufgrund berauschender Mittel durch. Ja, die Testverfahren lassen sich unter der qualifizierten Fahrtüchtigkeitsprüfung zusammenfassen. Das ist ein bunter Strauß an Maßnahmen, mit denen wir Gleichgewichtssinn, Konzentrationsfähigkeit, Merkfähigkeit abprüfen. Und die lassen uns eine Aussage dazu treffen, ob der Fahrzeugführer in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen im Straßenverkehr und auch den Herausforderungen entsprechend gerecht wird. Wir haben, was das angeht, mit der qualifizierten Fahrtüchtigkeitsprüfung einen gewissen Themenbereich abgesteckt. Das geht in Richtung Substanzmissbrauch, beziehungsweise auch dahingehend die Ausfallerscheinungen, die sich einfach durch das Alter ergeben, festzustellen und dort eine sichere Aussage dazu zu treffen, ob die Verkehrssicherheit hier aktiv oder akut gefährdet ist. Ja, wir hatten im letzten Jahr über 400 solche Delikte, also Verkehrsunfälle unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln. Das war auch schon höher, über 500. Was daran besonders schwer wiegt, ist, dass wir über 150 Verkehrsunfälle mit verletzten Personen haben, wo ein Fahrzeugführer unter Alkohol oder Drogen gestanden hat. Und das ist tatsächlich so, dass die Unfallfolgen bei Verkehrsunfällen unter berauschenden Mitteln halt sehr, sehr schwer sind. Und deshalb ist unsere Konzentration in dieser Woche genau auf das Thema. Ja, wir werden das im Nachgang der 3 Tage auswerten. Wir werden auch einen wissenschaftlichen Blick drauf werfen lassen durch unsere Hochschule der Polizei in Sachsen, sodass wir unsere Schlüsse ziehen können. Ist es wirksam? Funktioniert das? Was muss angepasst werden? Also mal unabhängig von den Ergebnissen, wo es jetzt einfach zu früh ist, darüber zu sprechen, muss ich sagen, hier ist ein ausgezeichneter Kontrollstellenbetrieb festzustellen. Die Kollegen sind sehr professionell, sodass ich bis jetzt recht zufrieden bin.